Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Cube VR. Das letzte Mal habe ich hier weiter Laminat verlegt und Wand gebaut. Und ich habe jetzt tatsächlich, bevor ich das Video gestartet habe, wieder ein paar von diesen Slate-Tiles gemacht. Einfach weil ich auf den Postboten warten musste und ich nicht wollte, dass er genau dann klingelt, während ich gerade eine Aufnahme habe. Ja. Ende vom Lied ist tatsächlich, der ist nicht gekommen. Der hat tatsächlich ein Paket, was seit Montag in der Zustellung ist. Und mittlerweile, ja, ist Donnerstagabend. Ja, na gut, ich werde es überleben. Beziehungsweise ich muss es überleben. So. So, das Schöne ist, dass ich ja morgen endlich wieder mal arbeiten darf. War jetzt eine ganze Woche lang zu Hause gewesen. Da ist das immer mal ganz schön, wenn du endlich wieder arbeiten darfst. Ich hatte gesagt, bis hierhin, genau. So. Bis hier und dann ist hier Zwischenwand, hatte ich gesagt gehabt. Genau. Genau, da machen wir, ich würde sagen, hier bis zu dem Baum und dann geht's, genau, und dann geht's rein. So machen wir's. Der Baum wird sozusagen meine Tür. So. Ha, das habe ich doch gut hinbekommen. So. Sehr schön. Hier hat man gesagt, kommt die Tür hin. Da werde ich jetzt erstmal die Wand durchziehen. So, meine Woche Urlaub habe ich ganz gut genutzt und habe viel gespielt, viel gestreamt. Da natürlich jetzt auch noch Steam Summer Sale gewesen ist, habe ich mir noch ein weiteres Spiel gegönnt, nämlich The Walking Dead Saints and Sinners. Das ist ein Survival-Spiel. Hat jetzt tatsächlich mit The Walking Dead nicht so viel zu tun, außer den Namen. Und so wie es für mich aussah, hat es auch ein bisschen so vom Design her Anschiebe vom Telltale Game von The Walking Dead, weil die Charaktere doch recht interessant aussahen. Gameplay macht richtig viel Spaß. Man ist halt so eine kleine Basis, das ist ein Bus mitten auf dem Friedhof. Man geht halt in verschiedene Stadtteile, sammelt Ressourcen, die man dann zum Beispiel zum Craften benutzen kann. Schon wieder alle? Boah. Das ist eine riesige Verschwendung. Ich hatte... Puh. Na gut, dann werden wir mal weiter craften, damit wir das ein bisschen fertig bekommen. Also, dass wir doch so viel Steine verbrauchen werden, hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. So, auf jeden Fall, bei The Walking Dead wird halt sehr viel gecraftet. Man kann halt viele Waffen und so sammeln, Werkzeuge. Und alle Waffen, die man für Nahkampf benutzen kann, haben eine Haltbarkeit. Sprich, wenn ich die Waffe zu oft benutze, geht sie irgendwann kaputt. Ist ganz gut umgesetzt. Gibt einige Sachen, die sind richtig cool. Und man kann halt tatsächlich auch verschiedene Sachen als Waffe benutzen. Zum Beispiel, wenn man Flaschen nimmt und man schlägt die irgendwo dagegen, zum Beispiel gegen einen Zombie oder eine Wand, da zersplittert die Flasche und man hat halt einen spitzen Gegenstand, mit dem man zum Beispiel dann Zombies in den Kopf stechen kann, um die zu besiegen. Fühlt sich ganz gut an, man kann die Zombies auch festhalten, dass die eh nicht beißen. Macht im Großen und Ganzen tatsächlich viel Spaß. Ups. Ich hatte, wo ich das im Livestream das erste Mal angespielt habe, habe ich mir eine Bratpfanne genommen,
Zombies festgehalten, denen so lange die Bratpfanne um die Ohren gehauen, bis sie tot waren. Das funktioniert auch. Man hat Hunger und ein Gesundheitssystem. Jedes Sprint und alles, was man so Nahkampf hat, verbraucht Ausdauer. Und um die halt irgendwann wiederherzustellen, braucht man halt Nahrungsmittel. Nahrungsmittel reduzieren jedoch die maximale Gesundheit. Das heißt, man braucht auch Medizin, um das wieder aufzubauen. Und dann gibt es noch einen Tag-Nacht-Zyklus. Jetzt fängt es an mit Regnen. Bei dem Nacht-Tag-Zyklus muss man halt aufpassen. Nachts kommen ganz viele Zombies, da sollte man nach Möglichkeit zurück zur Basis gehen und einfach schlafen. Und mit jedem Tag, den verstreicht, werden es mehr Zombies und weniger Ressourcen. Irgendwann ab dem 10. Tag oder so hat man dann so gut wie gar keine Möglichkeit mehr, Medizin zu finden. Da muss man wirklich mit dem, was man vorher gefunden hat, auskommen. Oder man craftet sich aus verschiedenen Sachen was. Also im Großen und Ganzen fand ich es ganz okay. Man hat einen Rucksack, wo man halt sein Zeug reinstecken kann. Und zack. Ach, was soll's. Ja, ist halt auch nur begrenzt. Muss man dann halt am Ende schauen, okay, was bringt einen mehr. Nimmt man lieber die Streichhölzer mit, die man zu Ressourcen verarbeiten kann, oder doch lieber eine Waffe extra. Das macht schon Spaß. Es gibt auch Schusswaffen. Es gibt auch kaputte Schusswaffen, die man finden kann. Es gibt menschliche NPCs. Die haben da manchmal so Quests wie, ja, mein Mann ist infiziert, bitte bereite ihm ein Ende und bringe einen E-Ring zurück. Oder manche haben einfach nur Hunger, da gibt man dem was zu essen in der Hand. Das ist ganz interessant. Man hat auch schön so die Geschichte, und ich hatte jetzt noch nicht so viel gespielt, vielleicht 2 Stunden. Ich hatte zum Beispiel eine Villa gehabt, wo ich halt eine Quest hatte. Und da hat man zum Beispiel auch an der Wand im Kinderzimmer gesehen, dass das Mädchen, was dort ursprünglich gewohnt hat, ihre Erlebnisse von der Zombie-Epidemie an die Wand gemalt hat. Das war schon sehr interessant. Also man kann da wirklich auch ein bisschen was Story finden und sich rein interpretieren. Fand ich insgesamt nicht schlecht. Also es fühlt sich wirklich wie so eine Welt an, die halt tatsächlich Leben in sich hatte. Ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt storymäßig das Beste, was es jemals gegeben hat. Aber es macht schon Spaß. Man hat auch ein sehr schönes System, um halt die Zombies zu besiegen. Wie gesagt, man kann sie festhalten und denen dann zum Beispiel einen Löffel in den Schädel ran. Oder Schraubenzieher. Oder Waffen jeglicher Art. Ist schon ganz okay. Dann wurde ich im Livestream tatsächlich gefragt, ob ich ein TikTok-Konto hätte. Und da habe ich gefragt, ob ich darauf denn überhaupt streamen kann. Da hieß es, ja, du brauchst bloß 1000 Abonnenten auf deinem Kanal und dann kannst du auch auf TikTok streamen. Und ich so, ich habe in einem Jahr gerade mal 170 Abonnenten auf YouTube geschafft, wie soll ich da 1000 auf TikTok hinbekommen? Zumal TikTok tatsächlich eins von den Sachen ist, die ich einfach von mir aus nie ausprobieren wollte. Weil, keine Ahnung, muss ich nie haben. Ich habe meine Seele schon an YouTube verkauft, da gibt es genug Daten von mir. Facebook hat meine Daten, Google hat meine Daten. Da brauchen nicht noch mehr Chinesen meine Daten auch bekommen. Von daher denke ich mir so, ne. TikTok muss nicht sein. Gibt genug andere, die TikTok haben. Mann. Hätte nie gedacht, dass ich doch noch so viel machen muss. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich noch ein bisschen mehr vorgearbeitet. Aber ich hätte gedacht, das reicht ein bisschen länger. Das ist ja nicht immer eine Wand geworden. Ansonsten hatte ich jetzt die Tage neben Livestream und VR-Spielen auch noch einiges an Switch gespielt, Valkyria Chronicles.
Das ist halt ein schönes Strategie-Taktik-Rollenspiel. Ist ganz okay. Ich freue mich schon, dass in 14 Tagen endlich ein Story of Season rauskommt. Da freue ich mich tatsächlich schon richtig drauf. Hab tatsächlich jetzt so, da gibt es ja so einige Seiten, die zeigen, welche Spiele im Monat neu rauskommen. Und da war tatsächlich eine Spieleseite, eine recht große. Die kommt so, ja, am 14.07. kommt Story of Season Friends of Mineral Town. Das ist eine Portierung des... Ne, das kommt zuerst auf dem GBA im Jahr 2005 raus. Bababo. Und ich denke mir nur so, nein, die GBA-Version war ja auch bloß eine Portierung vom PlayStation-Spiel. Das PlayStation-Spiel kommt übrigens 2001 raus, bei uns. 2000 bereits in Japan. Ich habe es auch tatsächlich seit 2001 gespielt. Aha. Und ich habe es sehr ausgiebig gespielt. Ah, da freue ich mich schon. Muss ich mal gucken, dass ich mir mein Original-PlayStation-Spiel von meinem Bruder nochmal zurückhole. Weil der hat die Gebrauchsanweisung, wo ich die ganzen Rezepte reingeschrieben habe. Und ja, damals habe ich tatsächlich noch in die Gebrauchsanweisung von dem Spiel hinten auf die Notizseiten mir die Rezepte raufgeschrieben. Oder was, wer welche Sachen Vorlieben hatte? Ich glaube, es waren Rezepte. So. Ich weiß zum Beispiel noch, dass ich ein Rezept nie machen konnte, weil ich ganz zu Anfang alle Steine auf meiner Farm entfernt hatte. Und es gab ein Rezept für, ich glaube, es waren Bratkartoffeln oder so, brauchte man einen Ofen und einen Stein. Und ich hatte keine Steine mehr. Also keine unbearbeiteten Steine. Steinblöcke hatte ich ja, aber das hat halt nicht funktioniert. Das ist mir im Gedächtnis geblieben, weil es hat mich geärgert. Alle Rezepte bis auf eins gehabt. Ja. Vielleicht sollte ich mir irgendwann so ein Sitzkissen zulegen, da kann ich mich auf den Boden setzen, während ich die ganze Zeit Blöcke crafte. Wobei ich denke, das dürfte dann erst mal hoffentlich genug sein für die nächste Zeit. Es ist ja bloß noch reines grünes Leuchten hier. Das sind alles gamma-verstreute Steinblöcke. Wer stand zum Hulk? Insgesamt hat das Wetter jetzt ein bisschen abgekühlt zum Glück, weil das war ja stellenweise nicht mehr schön. Ich musste zum Glück nicht groß raus, da hat es mich nicht so sehr betroffen. Aber angenehm war es halt trotzdem nicht. Habe ja zum Glück jetzt eine schöne Wohnung, die auch im Sommer recht kühl bleibt. Vorher hatte ich ja eine Wohnung gehabt mit schönem großen Südfenster, wo man kaum eine Möglichkeit hatte, die Hitze wirklich draußen zu lassen. Jetzt habe ich eher so ein Nordfenster. Da geht das. Da kann man auch mal tagsüber tatsächlich das Fenster ein bisschen angekippt lassen. Aber zumindest nachtsüber kann man dann wenigstens schön durchlüften. Und dadurch, dass es halt nicht so extrem warm ist in der Bude, kriegt man auch die Wärme schnell wieder aus. So. Hui. Das hätte ich jetzt fast zu weit geschleudert. Ah ja. Ich werde mal wieder ein paar Vorschläge für QVR einreichen. Unter anderem Lagerfeuer als kosmetisches Ding. Und irgendwie sowas wie eine Mistgabel oder so, dass man zum Beispiel, wenn man eine Mistgabel nimmt und halt Dreck umgräbt, während darauf zum Beispiel eine Blume ist, dass man halt die Blume als solches bekommt und nicht die Farbe. So dass man dann Blumen zum Beispiel umsetzen kann für einen Garten. Und wenn man das auf Bäume macht, dass man Bäume umsetzen kann. Ich habe schon mal vorgeschlagen, Bäume umpflanzen zu können. Es wurde nicht umgesetzt oder akzeptiert, weil
braucht keiner. Jemand anderes hat es vor kurzem auch nochmal vorgeschlagen, also ich bin nicht allein damit. Und wer weiß, vielleicht, wenn man den Vorschlag bringt, wie man es am besten machen kann, vielleicht bekommen wir es ja dann. Huch. Jetzt ist Duster. Ah, jetzt ist es besser. Oh, Mondfinsternis. Hatte jetzt in letzter Zeit das Problem, dass mein Fernseher, den ich ja als PC-Monitor benutze, der hat immer geflackert, wenn ich am PC war. Da habe ich jetzt einfach mal hinten die HDMI-Anschlüsse vom Fernseher gewechselt und habe meinen Konsolen an denen, wo immer der PC dran war, und den PC an den Konsolenanschluss. Jetzt geht's wieder. Weil ich hatte tatsächlich so das Problem, dass das Bild ab und zu mal schwarz geworden ist und halt nichts ankam. Da habe ich schon gedacht, vielleicht ist meine Grafikkarte kaputt oder das Kabel. So. Aber ich habe es halt dann ganz gut hinbekommen. War scheinbar doch nur der HDMI-Anschluss vom Fernseher. Da hinten ist noch einer. Upsa! Hoch mit dir, alter Mann. Habe jetzt die letzten Tage auch sehr oft Beat Saber gespielt. Gestern tatsächlich mal wieder so 3,5 Stunden. Einfach nur, weil ich hatte noch Batterierestlaufzeit. Da habe ich mir gedacht, Mensch, spielst du so lange, bis die Batterie leer ist. Ist das natürlich wieder ein bisschen was. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Aber der Baum kommt eh noch weg. Wahrscheinlich, wenn ich dann jetzt keine Steine mehr habe für die Wand. So. Das Schöne ist ja, dass ich jetzt im Grunde viel einfacher Let's Plays machen kann, weil das Hochladen nicht mehr so lange dauert. Und da ich jetzt auch weiß, dass das Hochladen nicht mehr so lange dauert, macht es auch im Grunde mehr Spaß, ein Let's Play zu machen. So. Hat doch bis hierher ganz gut funktioniert. Ja, kann man so lassen. Hier machen wir noch zu. Hübsch. So. Da habe ich ja fast schon ein Zimmer geschafft heute. So. Hat letztens irgendeiner unter meinen Videos kommentiert, dass er der Meinung ist, dass bei meinen Beat Saber Videos, wo ich noch den alten Yo-Kalorienzähler mit drin hatte, dass der Kalorienzähler nicht akkurat wäre, weil er der Meinung ist, dass der nicht die Kalorien, sondern die Kilokalorien anzeigt. Oh. Und da habe ich halt nur so gesagt, ja, dann ist das halt so. Also manchmal sind die Leute ein bisschen sehr komisch. Eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, mich mit irgendwelchen Menschen rumärgern zu müssen. Menschen sind anstrengend. Besonders wenn es so komische Menschen sind. Zack. Es gibt ja auch immer mehr Menschen, die tatsächlich so auf den ganzen Esoterik-Mist jetzt abfahren und auf spirituelle Weise versuchen, den Covid-Virus zu besiegen. Und nur so ein Schwachsinn. Also ich meine, wenn die dran glauben, ist das deren Sache. Das kann ja auch vielleicht funktionieren. Nur bevor ich jetzt anfange, an irgendwelche komischen Götter Hühner zu verfüttern, würde ich doch vielleicht erstmal darauf vertrauen, dass vielleicht die Ärzte mal die Wahrheit sagen und sich an das halten, was die Ärzte empfehlen.
So. Wie schaut's aus? Hübsch. So, das wird dann hier das Wohnzimmer. Und etwa so ab hier hatte ich gedacht, nach hinten raus dann Richtung Garten. Also müsste ich hier noch diesen ganzen Stein wegmachen und das mit Dreck auffüllen. Und ich denke mal, dass ich mir tatsächlich immer Stein sparen kann. Wir tricksen einfach mal ein bisschen beim Bau. So. Wäre natürlich cool, wenn man irgendwann so transparente Custom-Blocks noch erstellen könnte, dass man dann wirklich Glas machen kann. Weil da würde ich nämlich eine schöne Glasfront reinbauen zu meinem Garten. So langsam müsste ich mir dann tatsächlich auch überlegen, aus welchem Material ich meine... Ich hatte gesagt 4. 1, 2, 3, 4. Gut. Wollen wir mal am besten nicht... Oder lasse ich das offen, dass ich die... Ne, ich mache so ein richtiges Treppenhaus rein. Also durch das Zimmer, wo ich jetzt gerade drin stehe, kann man dann halt zur Treppe gelangen. Nach unten in den Keller. Hier drüben geht die Treppe nach oben. So. Mensch, die Stehen haben tatsächlich fast gelangt. Hätte ich nie gedacht. Gut. Ja, und ab hier würde ich sagen, geht dann die Treppe auf der Innenseite hoch. Und wenn man dann hier durchgeht, hat man hier, geht man hier hinter. So durch, geht dann hier die Treppe runter. So. Ich patsch mir erstmal kurz eine Fackel hier hin, damit es hier nicht so dunkel wird. Hier genauso. Zack. Also das war mein letzter Block. Ja, und hier halt auch so bis hier hin. Und der Rest, warte mal, das ist doch schon Dreck. Den kann ich gleich aufschütten. Wenn ich hier schon immer Dreck habe, kann ich, was dann hier draußen im Garten ist, schon immer ein bisschen aufschütten. Genau. Na komm her. So. Muss ich nur schauen. Ab hier. Genau. Da gehe ich mal kurz in das Zimmerchen, in das ich nicht mehr reinkomme. Und hole mir noch den restlichen Dreck mit raus. Ich hatte ja irgendwo Dreck zwischengelagert hier. 150 Dreck. Hoch. Komm her. So. Und hier. Ah, hier ist sogar noch mehr Dreck. Aber ich denke mal, das dürfte reichen. So. Dann ist das hier alles Garten. Siehst du, da brauche ich nämlich den Stein ohne wegmachen, weil ich ja eh alles hier mit Dreck ausgleiche. Ich sehe gerade, der werden 150 Dreck nie wirklich reichen. Das sind ja 10 mal 5, das ist ja nichts. Das ist nichts. So. Aber ich werde einfach ein bisschen was von hier so abbauen. Und dann wird das auch wieder funktionieren. Da hinten ist auch nochmal ein schöner Berg. Also
Ich habe schon eine schöne Gegend ausgesucht zum Wohnen. Huch, komm her. Nee. So. So. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wo ich vor uns die Steine zusammengesetzt habe, da bin ich ein bisschen erschrocken, weil auf einmal so ein riesiger Schatten gekommen ist, wo es unten stand. Da habe ich so hochgeschaut und habe ich halt gesehen, dass da die Bäume gerade den Schatten so geworfen haben. Seht ihr hier so? So. Wäre cool, wenn irgendwann QVR wirklich so eins der bekanntesten VR-Spiele mit wird. Wenn es dann darum geht, irgendwelchen Newcomern zu zeigen, was VR alles kann, zeigt man den Half-Life Alyx und Cube VR. So. Mensch, hätte nie gedacht, dass es doch so ausgiebig wird. So, jetzt ist alle. Ich habe noch ein bisschen was. Ich will auch nur einiges brauchen. So. Gelände aufschütten. Das hier ist Dreck. Und hier ist noch ein bisschen Dreck. Und hier unten. Ah, hab mir alles erwischt? Ne, du hast schwarz. So. Sieht gut aus. So, fürs nächste Mal dann noch das restliche Laminat hier zurecht machen. Nehmen wir gleich mal von hier noch ein bisschen was. Den Baum muss ich auch noch fällen. Das geht gar nicht. Reduziert ihn jetzt einfach mal bloß um eine Lage, oh, damit es halt noch ein bisschen natürlich ausschaut. So, sammeln wir den Dreck gleich wieder mit ein. So, sehr schön. Das nächste große Spiel, was dieses Jahr noch rauskommt, wo ich mich auch schon drauf freue, ist Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Vampire the Masquerade Bloodlines ist ein Rollenspiel aus 2004, glaube ich, für PC. Jetzt machen wir wieder ein bisschen Licht. Man spielt halt als Vampir. Einer von verschiedenen Vampir-Clan, die man dann so zur Verfügung hat. Und man spielt im Grunde so ein bisschen eine Handlung durch. Man wurde halt als normalsterblicher Mensch zum Vampir gemacht. Und versucht sich jetzt in der Vampirwelt nur irgendwo durchzuschlagen. Sehr schönes Spiel. Man hat auch Werwölfe und sowas drin. Und das gesamte System dahinter war halt ganz cool. Man hat jetzt so gezeigt, wie Vampire in der heutigen Zeit überlebt haben. Dass die halt tatsächlich so in der Gesellschaft mehr oder weniger einfach mit dabei sind. Der eine zum Beispiel, das war so ein ganz hoch angesehenes Tier. Der war super erfolgreich. Der hatte Nachtlokal und sowas gehabt. Halt auch aus Vampirsicht halt logisch, dass er Nachtlokal hat, weil er ist selber nachtaktiv. Ja, aber im Großen und Ganzen ist das halt schon ein richtig gutes Spiel. Da kommt jetzt bald der zweite Teil, haben die ja schon vor ein paar Jahren angekündigt. Und ja, ich kann es... Na gut, ich kann es erwarten. Ist jetzt nicht so, dass ich nicht schlafen könnte oder so. Da erwarte ich tatsächlich mir ein bisschen mehr von Story of Season. Aber es ist halt trotzdem ein Spiel, wo ich mich schon drauf freue.
Das PlayStation-Spiel Vampyro oder wie auch immer man das aussprechen will, mit einem Haufen Y und nicht hübsch geschrieben, hat ja ähnliche Züge angenommen wie auch The Vampire Masquerade Bloodlines, indem man zum Beispiel die verschiedenen Vampir-Clans so ein bisschen übernommen hat. Ist aber ein komplett anderes Entwicklerstudio und die haben tatsächlich nichts miteinander zu tun. Aber ich finde halt tatsächlich Vampire Masquerade Bloodlines richtig hübsch. Ich fand auch so die Idee, dass Vampire in der heutigen Zeit auch ganz normal im Untergrund noch weiterleben, tatsächlich ganz interessant. Das ist tatsächlich so ein Ansatz, den man gut und gerne weiter verfolgen kann. Ich habe jetzt gesehen, von VR-Cover gibt es neue Cover für VR-Headsets. Die sind aus Silikon, damit der Schweiß nicht so in das normale Gesichtscasket vom VR-Headset reinläuft und dort dann so rumsifft. Warum ich davon rede, weil mir gerade wieder der Schweiß in Strömen vom Gesicht fließt, weil es halt trotzdem noch viel zu warm ist. Ist halt im Sommer immer ein bisschen hässlich. Oder wenn man halt Beat Saber spielt oder Box VR oder Path to Glory, was so ein Box-Simulationsspiel ist. Also es gibt ja einige Sport-VR-Spiele, wo man sehr oft ins Schwitzen kommt. Ich persönlich finde tatsächlich so eine Silikonmaske nicht so optimal, weil die nimmt halt keine Feuchtigkeit auf. Das heißt, wenn man schwitzt, läuft in die ganze Suppe einfach nur im Gesicht lang runter. Ob es das ist, was man wirklich will. Ich habe halt verschiedene Stoffcover und nach jeder VR-Sitzung, die ich habe, nehme ich das eine ab, wasche das und nehme das, was ich zum Trocknen aufgehangen habe und setze das wieder ein. So dass ich immer ein frisches habe. Das gesamte Gesichtscasket, was man halt einsetzen kann in der im Index, die ich hier habe, kann man ja als solches sogar nachbestellen. Das werde ich vielleicht mal machen, weil es nach einem Jahr ist halt das Originalgesichtspolster, was halt drunter ist, doch schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Das Ding ist antibakteriell und das stinkt auch nie oder so, aber irgendwann kann man sich ja mal ein neues gönnen. Wenn man das Ding jeden Tag auf der Rübe hat, kann man sich ja schon mal sowas zu gönnen. Und ich zumindest. So, warte mal, ich werde jetzt erstmal schnell fix den Baum fällen, damit ich das nie wieder wochenlang vergesse. Der ist ja schon richtig groß gewachsen. Bumm. Das Holz hat es bis sonst wohin geschleudert. Aber das kann ich gleich alles als Laminat benutzen. Komm her. Du warst ein bisschen zu groß. So, jetzt passt er. Sehr schön. Und wir brauchen eine Sägemühle. Wo wir einfach so riesen Holzdinger reinschieben können. Nee, Quatsch. So ein Mist braucht man natürlich nie. Was so ein richtiger Holzfäller ist, der hackt sein Holz an Ort und Stelle klein. Wie sich das gehört. Zack und zack und zack. Hab jetzt tatsächlich auch gestern Abend oder heute früh, je nachdem wie man das sieht mit der Tagesumstellung, ein paar von meinen englischsprachigen Minecraft-Freunden tatsächlich auch Cube VR schmackhaft machen können. Hab denen eins meiner englischsprachigen Videos gezeigt und die fanden das halt auch richtig genial. Die haben zwar noch kein VR, aber die haben das zumindest jetzt schon mal auf dem Schirm. So, mal gucken, nicht, dass hier Holz runtergefallen ist. Das wäre eine Verschwendung.
Hier ist auch nichts weiter. Ja, hier ist noch was. Aber ich denke mal halt, so wie es viele andere auch sagen, sobald Multiplayer raus ist von QVR, wird das Ding seinen Durchbruch bekommen. Aber bis es soweit ist, kann ich ja hier wenigstens noch mein Häuschen fertig machen. Damit ich wenigstens was fertig bekomme. Habe ich dann einen Vorteil den ganzen anderen gegenüber. Ich habe meine Basis. Ich finde es ja genial, was andere Leute so bauen können. Ich bin ja jetzt nicht unbedingt der Baubegabteste. Wenn ich mal sehe, andere, die schaffen wirklich innerhalb kürzester Zeit da irgendwo so ein Schloss sich aus den Ärmeln zu schütteln. Und ich brauche 20 Episoden, um eine Wand zu machen. Und dann ist es so bloß eine Wand. Bin ja jetzt schon bei Episode 31 und ich habe gerade mal das Stückchen geschafft und dort unten das kleine bisschen. Wobei ich jetzt tatsächlich mal gucken muss, ob ich überhaupt noch genügend normale Steine habe. So. Ja, noch 115 Steine. Ist jetzt auch nicht mehr unbedingt die Welt. Damit werde ich keinen Blumentopf gewinnen. Und da sich bisher noch keiner gemeldet hat, ob sie sehen wollen, wie ich Steine abbaue oder nicht, werde ich einfach in der nächsten Episode tatsächlich die ganze Zeit Steine abbauen. Ich habe euch Zeit genug gegeben, ein Veto einzulegen. Hat sich keiner gekümmert, also gibt es wieder eine Bergwerks-Episode. So. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen was Zeit. Ach übrigens, wenn ich dann Story of Season Let's Play mache, werde ich das montags, donnerstags und samstags hochladen. Das sind so die Tage, wo ich noch kein CubeVR hochlade. Und ich habe immer noch den einen Dienstag dann zumindest frei, um halt irgendwelche anderen wichtigen Sachen zu machen, wie schlafen oder weiterarbeiten. So, komm her. Papsch, mach ich mal hier hin. Die sammeln wir noch mit ein. So. Das sind sogar die ganzen Blöcke hier alle weg. Dich machen wir zu. Dich machen wir zu. Da haben wir ja heute schon wieder einiges geschafft. So. Dich fällig das nächste Mal. Wird's da langsam. Ich nehme wieder meine Abkürzung. Den Teich dort unten, den werde ich auch noch irgendwann größer machen. Das wird ein imposanter Teich, so Riesenmeer. Ja, aber dafür bräuchte ich erstmal blaue Blümchen, weil das animierte Wasser braucht blaue Farbe. Wenn ich mich recht entsinne. Genau, eine blaue Farbe, das ist ja noch nicht so viel. Und Gras, Gras habe ich ja genug. Aber es wäre halt schon ganz cool, wenn es halt wirklich sowas wie eine Mistgabel gäbe, dass man dann zum Beispiel hier so ein paar Blümchen sich rausnimmt oder die blauen Pflanzen von dort hinten vorholt und die einfach hier hinsetzt, dass sie sich hier ein bisschen ausbreiten können. Das wäre wirklich noch ganz gut. Werde ich gleich, wenn das Video fertig ist, in die Vorschlagsecke im Discord reinschreiben. Vielleicht bekommen wir es ja in nächster Zeit. Wer weiß. Na gut, in dem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir beim
Wandsteine zusammensetzen und aufstellen zuzuschauen. Ich denke, ich habe doch ein bisschen was geschafft, wenn auch nicht viel. Also dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.